Oh mein Gott. Oh mein Gott, knapp 14 Liter Sprit E10 für 30 Euro, ja. Also da funktioniert selbst meine 20-Euro-Strategie nicht mehr, aber ja, was soll man machen? Ja, schönen guten Morgen erstmal, sorry, ich bin total neben der Spur, ne? Ist ja echt abartig, was da abgeht an Tankstellen. Ja, nachdem ich ja gestern nichts gemacht habe, absichtlich, weil ich habe ja gesagt, ich werde jetzt versuchen, meine Touren ein bisschen ja, ökonomischer zu planen bei diesen Spritpreisen, habe ich heute wieder ein bisschen was zu tun und ja, bin jetzt unterwegs in den Raum Stockach für zwei Inbetriebnahmen Glasfaser. Ich bin am APL des Kunden, habe jetzt meinen Laser drauf. Hier gibt es auch eine Zuleitung dann vom ONT wahrscheinlich hoch Büro oder sonst wohin. So, ab geht's zum MFG Leitung durchschalten. Und der ist hier zum Glück noch ein paar hundert Meter entfernt vom Kunden. Ja, bei diesen Lichtbedingungen muss man natürlich genau hinschauen, aber ich habe genau hingeschaut und es kommt noch nichts an, Mensch. Und das bedeutet nochmal zum Kunden und ja, die nächste Faser probieren. Jo, bin auf der nächsten Faser. Wieder ab zum MFG. Ja, trotz extremem Sonnenlicht sieht man jetzt hier diese Faser ankommen. Ne? Also, bingo. Jo, Kunde ist gepatcht auf seinem entsprechenden Port und es geht wieder zurück. So, jetzt mal hier direkt am Appell und Speedtest, bevor ich dann die Leitung hochschalte über das Kundenladen. So, weiter geht's zur Fritzbox in Betriebnahme. Ja, sehr gut. So, beim Kunden oben noch schnell die Fritzbox in Betrieb genommen und zwei, drei Endgeräte und damit ist es jetzt hier erledigt und jetzt geht's weiter zur nächsten Glasfaser in Betriebnahme. So, Laser hängt drauf und jetzt hoffe ich, dass ich jetzt nicht wieder zum Kunden fahren muss und dass die erste Faser sofort ankommt. Ne? Schauen wir mal. So, ich bin an einem komplett abgedunkelten Standort. Ne? Hier ist ein bisschen was von der Technik zu sehen. Und hier kommt auch schon meine Faser an, also sehr gut. Jo, ab auf die Technik, zack und wieder zurück zum Kunden. Herrlich heute, ne? Wirklich. Also echt einwandfrei. Ups. Ja, ich bekomme die ganze Zeit schon Nachrichten von euch, ja, zu dem Thema Spritpreise. Ich weiß, es ist verheerend in ganz Deutschland. Das sieht so aus. Also Katastrophe. Ja, ich bekam jetzt auch noch eine Mail, ob ich mit dem Auto hier zufrieden bin. Also nein, ich bin kein SUV-Fan, deshalb ja, stehe ich da jetzt nicht so drauf auf die Karre. Ich bekomme jetzt auch nächste Woche, wenn alles gut geht, meinen neuen und das wird ein normaler Kombi und ja, ich gehe mal von aus. Dann fühle ich mich wieder wohler im Auto und jetzt geht's nochmal zum Kunden. Ja, das hat jetzt hier wunderbar geklappt, ohne Probleme, ohne zweite Anfahrt und so weiter. Und ja, jetzt fahre ich wieder über Tuttlingen, muss dort noch Hardware abholen, die geliefert wurde für einen Auftrag dann in Balingen. Also, los geht's.
Wow, ganz schön warm mittlerweile. Wir haben 10 Grad hier in Tuttlingen. Ja, und jetzt gibt es eine kleine Pause. Ich habe jetzt hier mein Material an Bord. Habe jetzt bis zum nächsten Kunden ein bisschen Zeit und werde jetzt ein bisschen Bürokram machen. Zu Hause und dann melde ich mich wieder. Ne? Jo, 1:15 und Story Teil 2 beginnt. Und ich bin jetzt unterwegs nach Balingen zu einer Inbetriebnahme. Brauche jetzt mal circa eine halbe Stunde. Und es geht gleich los. Wegen Überfüllung geschlossen. Ja, und das ist die Rückseite des Datenschranks und das sieht ein bisschen besser aus. Ja, und mehr wie jetzt Geräteangebot ist jetzt nicht passiert. Problem ist, die Kiste sollte hier eigentlich eine 100 Mbit Strecke liefern. Symmetrisch via Glas, ne? SFP und so. Dann hier auf diesen One Access Router. Und ja, wir kriegen einfach keine Connection. Jetzt haben wir 2 Stunden drauf. Und Strom für den hier habe ich auch nicht, weil es gibt einfach keine Steckdosen. Ne? Kunde ist informiert und jetzt geht's weiter. Boah, der Servicetechniker verlässt den Ort des Grauens. Ich kann es echt nicht anders sagen. Das war jetzt wirklich, ja. Eine Geburt kann man sie auch nicht nennen, weil es wurde ja nichts geboren. Es geht mir gar nichts. Ja, und es war auch die größte Telco meines Lebens. Ich glaube, da waren dann am Ende 8 Leute drin und keiner hatte irgendwie einen Plan. Ne? Lief über 3 Netzbetreiber. Also die Leitung wurde über 3 Netzbetreiber zur Verfügung gestellt. Und wir bekamen einfach keine Verbindung zum Netzabschlussgerät, zu dem Juniper. Ne? Und ja, letztendlich habe ich jetzt die Kisten eingebaut, richtig angeschlossen und mehr ist jetzt nichts passiert. Ja, und jetzt war ich noch zur letzten Störung hinter Oberndorf am Neckar irgendwo, ne? Ich bin jetzt gleich am nächsten MFG und die Störung klingt auch wieder ein bisschen seltsam. Und zwar hatte der Kunde wohl vor kurzem einen Totalausfall. Dann wurde die Telekom beauftragt, weil der Netzbetreiber 8 Kilometer Leitungslänge gemessen hat. Und es dürften eigentlich nur 600 Meter sein. Außerdem war die Fritzbox voll synchron und ja, also 8 Kilometer kann eigentlich nie sein. Telekom war dann draußen, hat keinen Fehler festgestellt, aber der Anschluss ging dann wieder. Seltsamerweise.
Und mein Netzbetreiber misst jetzt immer noch 8 Kilometer, was wie gesagt nicht sein kann, physikalisch, sonst würde der Anschluss gar nicht synchron werden mit 16.000. Ja, und das muss man jetzt mal prüfen mit einer sogenannten Copperbox-Messung. Aha, da wird auf jeden Fall gearbeitet hier. So, das sind wir. So, jetzt gehen wir auf den Port drauf, weil die Kunde bemängelt auch noch Sprachprobleme. Und wie man sieht, hier zählen auch die Fehler hoch. Ja, jetzt waren wir kurz weg. Interessant. Ja, der Port scheint irgendeinen Schuss zu haben. Ne? Sync ist jetzt gerade weg. Geht also gerade irgendwie voll ab, das Teil. So, hier nochmal die Werte von meiner Copperbox. Also grottenschlecht. Riesenunsymmetrie auf der Leitung. Widerstandswerte sind übel. Wahrscheinlich Kurzschluss auf dem Querkabel. Und ja, ich sag gleich noch was dazu. Oh Mann, oh Mann. Also hier war jetzt auch wieder alles dabei. Denn zunächst haben wir mal den Port getauscht, weil wir gedacht haben, der hat einen Schuss. Ne? So, dann war es aber im neuen Port genau gleich von den Werten. Dann haben wir diverse Messungen durchgeführt und jetzt vermuten wir, dass das Querkabel defekt ist aufgrund der Werte bei der Copperbox-Messung. Und jetzt muss der Netzbetreiber sich mit der Telekom in Verbindung setzen. Die müssen gemeinsam den Fehler suchen. Ich mache jetzt Feierabend, mir reicht es wirklich. Die letzten zwei Tickets, die hatten es jetzt echt in sich. Ich habe jetzt auch nur locker fast eine Stunde Heimfahrt bis Tuttlingen. Ich bin heute Abend vermutlich live bei Twitch, so ab 20 Uhr. Denn heute Abend fällt der Bachelor aus, sozusagen. Erzähle ich später noch was dazu. Also, wer Bock hat, kann zuhören. So, ich denke mal, zwischen 20 und 20.30 Uhr komme ich online. Na, bis dahin, bye.